Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Planet Crafter. Wir sind am Werken volle Kanne und versuchen die Produktion hier am Laufen zu halten, damit wir schnell diese Triebwerke hier produzieren können und die dann ab ins Weltall und dann wiederum was retour kriegen. Würde auch gehen, indem ich das Spiel über Nacht rennen lasse, schlafen gehe. Aber ist langweilig, wir wollen das anders machen. So, wir brauchen dazu mal Iridium. Das ist uns jetzt ausgegangen, das Iridium. Das heißt, wir werden... Das ist alles soweit erledigt. Wir werden uns mal schauen, wo ich das Iridium hier habe. Ich glaube... Ja, das passt. Das Iridium war, glaube ich, von da hinten irgendwo. Nee, oder? Was in der Höhle? Was in der Höhle da? Schauen wir mal. Wir werfen mal unsere Lightshow an. Gefunden. So, und da geht schon wieder, da geht schon los. Das ist schon mal das Erste. So, jetzt haben wir mal den Optimierer da rein. Der im Endeffekt ja anscheinend relativ weit sogar wirkt ja überall. Oh, Menno. Na gut, dann haben wir nur neue Dinge dazu. Einmal. Zweimal. Auch exportieren. Exportieren. So. Ich muss schauen, ob die alle richtig eingestellt sind, weil es passiert mir ja anscheinend manchmal, dass ich die... So, das passt. Essen, Trinken in dem Spiel macht mich ein bisschen narrisch. Vor allem, weil es mich interessieren wird, wenn ich hier Honig produziere, wie blöd. Exportiere auch Bienenlarven. Wo geht der Honig hin? Haben wir irgendwo Honig hier? Ich meine, ich finde das in dem Spiel sau cool mit den Beschriftungen da vorne. Nicht, dass das andere nicht auch hätten, aber es ist einfach. Es ist einfach so. Ich habe doch irgendwo Honig gelesen vor. Es ist aber so unmenschlich geil, so richtig gut lesbar einfach. Richtig cool. Ja, Dünger füllt sich auch, dann haben wir das auch bald. Der frisst uns hier gerade die Stäbe leer. Schalten wir es mal um auf den anderen Stab. Den brauchen wir nämlich dann auch wieder. Ja, passt. Da fühlt sich alles schon. Das ist schon mal ziemlich gut. Ziemlich gut. Das heißt, wir brauchen für Sirene, wir brauchen dieses komische Beschleunigerteil. Einen konnte ich letztens schon wieder kaufen. Ja, danke. Geht sich noch nicht aus, noch einer? Nein. Ja, es ist halt die Frage. Man könnte da schon auch mehr von denen noch irgendwie machen, aber die sind nicht so lukrativ. Am liebsten wäre man, wenn die normale Produktion, wenn die Produktion viel höher wäre von diese Fusionsdinger. Das werden wir aber auf die Reihe kriegen. Das kriegen wir auch noch auf die Kette. So oder so, das kriegen wir hin.
Gut, wir brauchen, wir haben den Honig hier. Was kann man hier noch machen, Tolles? Doch das herstellen. Da bräuchte ich ja wieder mehr Beete. Es läuft immer irgendwie alles auf Beete hinaus. Dünger, Dünger. Bienenlaufen haben wir ja. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ups. Zwei. Wasser und die Bienen. 8 Bienen brauche ich dann. Na komm schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Hier will ich sterben. Wisst ihr, was ich meine? Man ist voll im Craften. Denkt an das nicht. Und wenn du das dann merkst, ist, da kommst du nicht mehr weit. Sehr schön. So, dann würde ich hier gern. Bohnen anbauen. Das kann schon weg. Machen wir hier die Bohnen ran. Bohnen. Eins, zwei, drei, vier, so. Ich habe mir überlegt, ob ich es halb-halb mache, aber andererseits eh wurscht. Nicht genug jetzt mit, was ich brauche, aber wurscht. Das erste reicht das mal.
Wir müssen die mit Honig auch ein bisschen weiter verarbeiten, da. Die müssen nämlich den Honig wegbringen, damit die Bienenlarven wieder rauskommen. 1, 2, 3, 4. 2. 1, 2. 2 Wasser, 2 Super Alloy. Ja, warum wir nichts anmachen? Vielleicht ging es dann nicht aus. So. Machen wir das hier zum Uranstab. Nur mehr grün. Nein, vertippt. So, Iridiumstab. Normale darüber. Und du holst nur mal den. So. Und wir haben jetzt, wir haben draus da Maschinen, wir haben Bohnen, wir haben Pilze. Fehlt eigentlich nur der komische Kürbis da. Für die grundlegenden Sachen. Da werden wir die zwei noch aufstellen. Dann nehmen wir sich jetzt die dazu. So. So. The fuck? Da fuck? Ups. Kürbisi. Gut, erledigt. Dann warten wir jetzt eigentlich auf unseren Ankunft von... Wir haben das meiste Mal jetzt zu weit hochgefahren. Wir warten jetzt mal auf die Ankunft von unserem Raumschiff hier dann wieder mit dem einen Teil drin. Zwecks Beschleunigen von Iridium. Und dann können wir wieder schauen, was dann noch fehlt. Weil ehrlich gesagt sollte hier alles... jetzt abgedeckt sein. Das sind zwar nur zwei, aber ich brauche die Kürbisse auch nicht in Tonnen jetzt gleich. Mal schauen, ob das hier alles passt. Mit dem Export. Mhm. Ich glaube aber, dass die auch ohne Export abgeholt werden, ehrlich gesagt. Mir ist nämlich irgendwie so aufgefallen, dass die fehlen, obwohl ich das teilweise vergessen habe zum Einschalten. Aber der Richtigkeitshalber schauen wir es geschwind durch. Bahnen. So. Die Pilze holt wahrscheinlich keiner, weil die Pilze voll sind.
Gehe ich jetzt mal davon aus. Ja. Der größte Pilzverbraucher, der hier. Wasser und Silizium. Ha! Happert am Silizium, cool. Tja, wie schaut es da hinten mit meinem Iridium aus? Sammelt sich langsam wieder an, nachdem der nicht mehr produziert. Pulsarquarz. Osmion ist hier. Obsidian ist hier. Pulsarquarz. Wo hapert's denn, mein Freund? Osmium, Hammer, Zeolit, Iridium, Uran, Methan. Zeolit ist leer, gut. Iridium, Uran, Methan hält sich. Ja. So. Ja, dann gehen wir mal. Dann würde ich sagen, schauen wir mal wieder in so eine. Au! Nix da. Habe ich mir ja nichts kommen lassen. Okay. Jetzt habe ich 5000, jetzt geht es sich wieder aus. Gut. Bauen wir sich jetzt einen Teleporter, Pulsarquarz, zwei Stück. Die muss ich mir jetzt irgendwie raussuchen. Alter. So, zwei Stück Pulsarquarz Obsidian und einmal Obsidian, einmal Osmium. Zeolith und der Superstab. Eieiei. Nicht genau, das ist ein Zeolith-Teil, was jetzt fehlt, ne? Ich schau mal, ich habe da vorne ja so Müllkästen. Nö. Nö. Zeolit. So. So, jetzt geht's. Gut, dann werden wir jetzt nochmal was testen. Wir gehen jetzt mal in irgendeinen Teleporter nochmal rein. Und schauen mal, ob der...
Gut zu wissen. Denn der funktioniert hier nicht. Stell ihn da mitten rein, geht das? Gut, also das geht nicht. Man kann nicht teleporten da drin. Wäre auch irgendwie doof jetzt gewesen. Aber ich hätte es natürlich genutzt, wenn es ging. Vom Entwickler aus okay wäre, dann hätte ich es natürlich gemacht. So ist es ja nicht. Spätestens wenn das alles hier voll ist, müsst ihr mal wieder ein bisschen Ruhe einkehren. Gut, das heißt, wir gehen das eine abgeben, wir essen noch geschwind was, nehmen ein Essen, ein Trinken und düsen. Ich denke nicht, dass wir überhaupt mehr mit brauchen. Essen, ein Trinken. So, wir müssten jetzt nämlich nur schauen. Zeolith ist da herüben gewesen immer. Silizium da hinten. Osmium ist hier. Das ist aber auch hier. Was ist denn das da? Das Vulkan-Ding, okay. Nö, nicht das Vulkan-Ding, aber was immer es ist egal anscheinend, weil ich kriege alles andere von woanders hier auch. Ja, ich habe übrigens im Auge. Was am Arsch, das ist eine blöde Wimper. Ja, Daki, hallo! Willkommen, mein legendärer Freund. So. Schließen wir mal das Portal. Stargate off. Danke, Daki. Hey. Mein Freund. Muss ich mal was schauen, was haben wir hier drin? Lila und Grün? Ich glaube, da brauchen wir nochmal einen normalen. Das Problem ist, dass alle von diesen Steinen direkt verbaut werden. Wir brauchen eine erhöhte Pulsar-Quarz-Produktion, glaube ich. Muss es immer aussetzen kurz. Dass ich das mal ein bisschen erholen kann. Kann auch woanders hin. Also die alle. Auch die Zeolith-Produktion wird hochgefahren. Alles wird hochgefahren. So, drei Hammer. Dünger T1, da rein. Mal noch mal essen hier.
Nochmal trinken hier. Ab ins Portal. Wie gesagt, wir können leider nichts. Mehr Drohnen vielleicht. Was mich gerade interessiert, kurz mal, wie viele Drohnen haben wir denn? Ich glaube, dass wir haben eh 24 im Angebot und 10 in Nachfrage. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das. Ich lautet hier zwei drum. Passt schon, das passt. Los, rein da. Wuhu! Hui! Jetzt hat sie die Raupe gesehen, was da gespawnt ist, genau bei mir. Ist sehr cool. So. Let's go! Auch das hier muss ich sagen, ein absolut schöner Planet. So, wo ist unser Wrack? Gewonnen! Sau geil haben die Fische. Da schaut etwas nach Elektrikers, nix. Nicht blöd. Irgendwo hier muss ja ein Wrack sein oder ein Eingang. Na, eine Kiste haben wir ja schon mal. Schaut gut aus. Bisschen eine schönere Runtergeh-Animation wäre echt toll. Nicht so klack. Ich biege gerne mal rechts ab. Jetzt sind wir runter. Danke sehr, danke schön. Hey Huffy! Wie man hier instant ins Wasser, das ist aber dumm. Okay. Ja,
Salziger war's, könntest du mal wieder reinschauen. Das letzte Update war cool. Auch der Grund, warum ich jetzt nochmal reingeschaut habe. Dieses prozedurale Wrack generieren da, das kann schon, es hat schon was. Es hat zwar auch etwas Verwirrendes an sich, weil ich irgendwie mich nur verlaufe hier. Aber somit gibt es immer wieder was Neues zu tun. Was immer ich mit diesen Teilen hier mache. So, rechts war ich schon. Jetzt bin ich wieder auf einmal unter Wasser. Jetzt nicht mehr. Sehr schön. Naja, aber recht viel hat man das Ding jetzt noch nicht gegeben. Kannst du nur empfehlen. Es gibt jetzt sowas wie ein Stargate, falls du das so nicht weißt. Und das öffnet dir zu random generierten Welten den Weg. Was so viel heißt, wie du kannst da... Sie haben auch die Ressourcen aus den Meteoriten, diese Kistendrops, rausgenommen. Weil durch die immer wieder generierbaren Portale, Welten, gibt es eigentlich praktisch eh unendlich Versorgung mit diversen Mats. Und jetzt kannst du halt einfach deine Dinge generieren. Deine unterschiedliche Schwierigkeitsgrade von den Portale. Ich bin in die im leichtesten hier gerade. Schwierigsten, da muss man schauen. Für die Schwierigsten braucht man andere Kristalle, Quarze. Die habe ich aber nicht. Die kann man aber auch so nicht kriegen. Von denen, da braucht man bessere. Die kann man auch so nicht kriegen. Und tada! Die kann man so auch nicht kriegen und die muss man binden. Voilà. Die muss man in die Ding finden herin. Ah ja. Die sind, und ich zeig's dir, wenn ich sie finde. Das sind die Sicherungen, sind auch cool für die Produktionssteigerung. Die hier. Das sind so spezielle Quarz und von denen da findest du nur in die Portale, in die leichtesten. Und dann findest du random Portale, die brauchen verschiedene Farbkombinationen, um sie zu öffnen. Wie zum Beispiel die hier jetzt gerade. Und dann kann man mit die reingehen und ein Portal aufmachen. Ich glaube, ich bin hier eh schon fertig. Sollte ich wieder rausfinden hier. Ja. Hier, ist so. Das hier, die Welt hier zum Beispiel, ist ein zufallsgeneriertes Biom. Und in der Mitte ist mein Stargate. Man muss dazu aber sagen, aber es ist halt, es generiert die Biome, die du schon freigeschalten hast, teilweise auch ein bisschen verschieden. Mir schon aufgefallen, teilweise schaut es komisch aus ein bisschen. Und hier ist zum Beispiel mein Portal und ich denke, ich bin hier fertig. Schwupps. Tada! So, lege ich da jetzt meine Kristalle ab. Die habe ich schon. Die Zutrittskarten müsste ich immer mitnehmen. Nur was ich mit den vielen Knicklichtern mache, weiß ich jetzt nicht. Das ist mein neuer Bauernhof hier. So.
wäre das soweit erledigt. Jetzt können wir ja schon in ein besseres Portal dann eigentlich rein. Jawohl, Pulsarquarz füllt sich wieder langsam. Iridium ist auch wieder gefüllt. Uran kommt langsam nach. Jetzt kommt das Uran, das... Uran und Zeolith und Zeolith, das Fehlende. Da räumen wir sich aus. Gehen wir noch ein Portal rein. Schauen wir mal, was wir noch hinkriegen. Die zwei lassen wir. Dann müssen wir Optimierungsarbeit leisten. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Leuchtstäbe hier unbedingt... Passt schon. Nächstes Portal. Tja, das lässt sich jetzt schwer beantworten, Happy. Wann, bei welchen hast du aufgehört? Weil ein paar sind da schon gewesen. Gibt aber bei Steam, bei den News drin, so die letzten zwei, drei großen News aus der Wand. Da gibt's, hier geht es um den Release 1.0. Da steht schon drinnen auch irgendwo immer wieder ein Bild von der Roadmap, was sie über die zwei Jahre gemacht haben. Also da sieht man, da kann man schauen, okay, das kennst nicht. Scan nach Portale, los! Nein, die habe ich nicht. Die Schmetterlinge. Ja, da fehlen ein paar Updates, aber das würde ich, gerade dann würde ich es dir schon empfehlen. Schau wieder rein. Es ist so gemütlich, ich spiele das heute eigentlich deswegen, weil es so richtig gemütlich ist. Und ich möchte auch die Updates jetzt noch fertig spielen. Denn das Update hier ist das letzte gewesen, was vor dem 1.0er Release kommt. Das heißt, ab dann ist es... Jetzt kommt nur noch der Final Release. Was habe ich denn für Farben? Zwei lila, einen grünen. Oh, zwei lila kann ich nehmen. 1, 2, 3. 1, 2. Muss ich mal immer wieder was raussuchen hier. Wenn dann das Spiel gefällt, Planet Crafter Huffy, dann kann ich dann nur sagen, schau dir die Wicked News von heute an. Da gibt es ein Spiel, das ist ziemlich ähnlich. Ziemlich. So, ich kann beim Porten hüpfen. Oh. So, jetzt sind wir in einer anderen Welt. Jetzt sind wir im Wüstenbiom wieder. Ja. Preis für die beste Grafik wird Planet Crafter halt nie kriegen, aber es ist völlig ausreichend, die Wasserfälle hier. Völlig ausreichend und wunderschön. Aber wie gesagt, ist eine Unreal Engine, ist halt nicht, aber das war doch keine Erwartung bei dem Spiel. Jo, verständlich. Mir geht auch die Zeit gerade aus. Nightingale wird auch gleich nachher dann nachher. Ich weiß nicht, ob wirklich nicht mehr, ob es heute noch was wird oder morgen, aber ich glaube, es wird heute auch noch was. Schauen wir mal, noch eine Runde zockt. Aber es ist so viel zu zocken gerade. So viel zu zocken und so wenig Zeit.
Ha! The Portal. Rein mit uns! Zack! Ich hätte so einen Schlüssel mitnehmen sollen. Ja, die Ashlands von Valheim habe ich überhaupt noch nicht am Schirm, aber das stimmt, die kommen ja auch noch. Die habe ich meine ganzen Pläne noch gar nicht mit eingeplant. Leck Arsch. Na, schau dir die Wicked News an, dauert eh nicht lang. Da hast du noch ein paar Games dann, die interessant sind, damit's, damit er nicht langweilig wird. Wie gesagt, ein paar gute kommen schon noch. Ha! Lila Stein. Überall. Ey, die Dinger sind. Ich meine, ich weiß ja, was sie eben wollen mit dem prozedural generierten, aber. Das ist so verschachtelt alles. Wow. Ich hau einfach mal alles raus, was ich nicht brauchen kann. Ja, ein blauer, sehr schön. Zeolit, Triebwerke. Ja. Ja, okay, gut, dann wird der nicht langweilig. Gut, eigentlich könnte ich mich ja hier schon fast wieder verzirgen, weil eigentlich habe ich, glaube ich, den Großteil von diesen Teilen hier jetzt rausgeräumt. Mal dahin. Ja, mit denen weg. Ja, ich würde das ja gern mitnehmen alles, aber Computer sagt nein. Jo. Ein AFK. Dann bin ich, glaube ich, daherkommen. Das ist ganz raus, habe ich irgendwie nicht geschnallt. Da war der Raum, der fette, da war das. Hier hin. Ja. Toll. Kann ich da durch? Jo, nee, ich glaube. Also das Hauptziel ist, finde ich, glaube ich, die großen drei Tresore.
muss ich jetzt mal einfach so sagen. Ja, Freiheit. Richtig cool. Spalt den Raum und Zeit. Na, geil. Wieder eins. Ja, jetzt haben wir nämlich dann schon genug für ein größeres Portal mal. Wenn wir die ganzen hier ablegen, sortieren wir das mal. Ja, jetzt haben wir schon ein paar. Aha. Ja gut, passt. Wir haben wieder zwei von diesen Sachen. Irgendwas könnte man mit den Bäumen machen. Auch schon wieder vergessen. Nein, falsch. So, jetzt werden wir hier geschwind nur. Der produziert ja eh. Nö. Ja, so kurz. Da gibt es irgendwo die Triebwerke. Dann gibt es das. Ist voll. Ist voll. Na, als letztes gibt es nur noch das. So, wer fehlt hier? Bevor ich mich auf den Weg mache. Iridium ist voll, Uran ist ganz leer. Uran! Uran, Uran! Zweimal Schwarzpulver, dreimal Obsidian. Dreimal Obsidian und einmal der Uranstab, glaube ich, war das, oder? Ja. Dann 1, 2, 3 und dreimal. Blau, bunt, rot. Blau. Bunt. Rot. Ja, die Kästen sind cool. Schaut allgemein sehr futuristisch aus, das Ganze hier. Wirklich, wirklich cool. Wir gehen jetzt Uran noch stärken. Dann ist der Part zu Ende. Ich baue nämlich gerade wirklich diese Weltraumraketen, die wirst du auch nicht kennen, die hier. Baue ich mal gerade die Handelsplattform, ist das? Oh, danke. Baue ich mal gerade die Ding auf. Die kann man nämlich Gegenstände, was hier geben, Geld. Und die kann man wegschicken und dafür kriegt man Kohle. Und wenn man dann sagt, ich will viermal das haben, startet, kommt die in 10 Minuten wieder mit eben den Klumpert. Und die hier fliegen ständig weg, wenn sie voll sind ganz, starten es alleine und bringen mir wieder Kohle zurück. Und mit dem Drohnensystem kann man sie befüllen lassen.
So, wir gehen jetzt nach Uran ausschalten. Da sieht man die, da, hier, von hier kommt das Uran, man sieht es an die Drohnen. Das heißt, wir fliegen jetzt mal einfach den Drohnen entgegen. Über den Wolken müssen die Drohnen unendlich weit fliegen. Zinsen. Scheiße. In dem Spiel sieht man sich selber ja nicht auf der Map, oder? Nö. Bin da mittendrin gerade. Ah, da drüben. Vergessen, da fliegen wieder was Drohnen. Und die Token da unten habe ich jetzt wieder gekriegt, weil ich was zurückgeschickt habe. Ja, scheiße mit Erdbeeren. Drohnen, ich kann nicht durch die Wand. Nicht fair. Zeit wird's. Uran und explodiert, Uran und explodiert. Uran und explodiert. Uran und explodiert. Uran explodiert. Uran explodiert. 75 Sekunden. Boah. Ah, 43 mal 6 passt. Mit dem Token kannst du dir bei der Handelsstation, das sind die Raketen, die da rumfliegen, kannst du dir hier Mats liefern lassen, ja? Da gibt es aber nur so Special Mats. Es gibt auch Rezepte, die findet man nur jetzt in den hochleveligen Wracks. Und angeblich gibt es auch ein Zeitlimit irgendwo. Wie viel man wirklich angeblich gibt es auch ein Zeitlimit, wie viel man in der Welt rumrennen kann. Aber ich hatte in meinen Low-Level-Welten jetzt noch kein Zeitlimit irgendwo. So am Rande. Hier. Ja, der kommt in 300 Sekunden wieder. Und wenn er da ist, kann man schauen. Und das alles kann ich mir kaufen. Sauerstoffvervielfacher. Du kannst die Maschinen jetzt optimieren. Der erhöht zum Beispiel den Multiplikator um 250, wenn du den neben die Maschinen stellst. Dieses Gerät, wo die Sicherung reinkommt. Und um das zu kriegen, musst du 2500 von dieser Währung haben. Und da unten, um die Währung zu kriegen, musst du halt die Items, was da unten sind, die wertvollen. Das Wertvollste ist die Kernfusionsbrennstoffzelle. Die produziere ich gerade wie blöd. Und dann einfach immer ins Weltall schießen und dann kriegst du im Austausch das Zeug hier. Ein Sauerstoffmultiplikator.
Da Brunnen, Holoprojektor, der wäre cool. Holen wir sich im nächsten Part. Schauen wir mal, was der jetzt sagt. Ich meine, der wird nicht gleich jetzt super schnell befüllt sein. Aber es sollte jetzt langsam wieder dahin gehen. Zwei sind schon hier. Es werden noch nicht rausgenommen. Das heißt nämlich, es fehlt woanders. Zeolith! Der nächste Kandidat für den Optimierer. Können wir das auch wieder mitnehmen, die drei bunten Stäbe. So. Ja, da rein müssen wir. Gut, das machen wir jetzt aber auf Video. Blick dahin, stell das ab und nächster Part versuchen wir dann, wenn ich einiges von der Kohle habe, versuchen wir mal diesen Holobrunnen und alles zu kaufen. Beziehungsweise gehen wir in ein größeres Portal mal rein. Das können wir schließen. Wir haben ja jetzt schon einiges von dem Zeug hier. Ganz Seltenheit. Schwierigkeit 4. Eieiei. Könnte man sogar machen schon. Na gut. Leute, ich repariere mal das Zeolith, dann seid ihr wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst da mal ein Kommentar, da würde mich freuen. Memberships könnt ihr euch anschauen. Für mehr Bonus, schnellere Videos. Diverse Specials auf Discord. Kommt natürlich alles der Community zugute. In Form von Community-Servern. Und vielleicht schaffe ich mal eine neue Kamera zu kaufen. Bis dann, Leute. Adios. Schlaft's gut.